Es sieht aus wie eine Flucht. Nachts um 4 brechen Pedro Carbonell und Alicia Ruiz Huado auf. Dabei wollten sie es hier schaffen. Es hätte ein neues Leben werden können. Egal. Sie wollen nur noch nach Hause. Dabei braucht Deutschland sie so dringend. Sie hätten helfen sollen, ein Problem zu lösen. Ein Problem, das Deutschlands Zukunft gefährdet. Maschinenbau, Elektrotechnik. Da haben wir eigentlich deutlich weniger Bewerber als Stellen. Wir sind ein Hochtechnologieland, was von Forschung und Entwicklung lebt. Wenn diese Forschung und Entwicklung aufgrund nicht vorhandener Fachkräfte ins Ausland wandert, wäre das schlecht. Das ist Arbeit, die da ist, die nicht gemacht werden kann. Das sind Aufträge, die nicht angenommen werden können. Auf der Hannover Messe großes Jammern. Der Wirtschaftsaufschwung ist in Gefahr. Zu wenig Fachkräfte. Die Industrie, Arbeitgeberverbände und der Verband der deutschen Ingenieure. Alle klagen sie. Junge Leute fehlen. Die jetzt arbeiten, sind viel zu alt und hören bald ganz auf. Diese Ingenieure werden in den kommenden Jahren immer in einer Größenordnung zwischen 40.000 und 50.000 pro Jahr den Arbeitsmarkt verlassen. Und diese Ingenieure müssen wir natürlich substituieren. Dazu kommt, dass wir einen enormen Expansionsbedarf erwarten können in den nächsten Jahren. Durch die ganzen technischen Fortschritte, Themen wie Energiewende und so weiter und so fort, werden immer mehr Ingenieure gebraucht. Und im Moment wird die Anzahl der Absolventen nicht ausreichen, um diese Lücke zu decken. Also müssen wir was tun. In der Halle nebenan die Jobbörse. Tausende Jobs zur Auswahl. Junge Ingenieure dringend gesucht. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Aus dem Umfeld habe ich gehört, dass man schon locker 30 bis 40 Bewerbungen schreiben muss. Und wie lange muss man warten, um einen Job zu kriegen? Ich glaube, Daumenregel heißt es im Moment so 6 Monate, dass man suchen soll. Hat sich da jemand verrechnet? Jemand, der behauptet, wir brauchen jeden, den wir kriegen können? In meinem Fall waren es 600 Leute, die sich auf 5 Stellen beworben haben. 400 bis 600 war, glaube ich, die Zahl, die ich bei den Traineeships immer mitgekriegt habe. Sie haben die Stelle gekriegt? Eine davon, ja. Gott sei Dank. Haben Sie einen 1er-Abschluss? Ja, beide. Merkwürdig. Die einen suchen und die anderen finden nicht. Ist unser Land wirklich bedroht vom Fachkräftemangel? Gibt es ihn überall? Was heißt dieses magische Wort eigentlich? Und was ist dran an den täglichen Schlagzeilen, die Angst verbreiten? Der VDI will Schüler für die Ingenieurswissenschaften begeistern. Das versucht man seit Jahren. Mit Erfolg. Die Unis quellen über. Die Absolventenzahlen gerade im ingenieurwissenschaftlichen Bereich sind enorm gestiegen. Und wir werden eher Probleme haben, all die jungen Leute, die gut ausgebildet sind, in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Wie viele Ingenieure braucht Deutschland? Was bedeutet Mangel? Die Bundesagentur für Arbeit nennt es Mangel, wenn auf eine Stelle 3 Jobsucher kommen. Oder auf 100 Stellen weniger als 300 passende Bewerber. Der Mangel ist also keine Null. Woher weiß der Verband der Ingenieure eigentlich, dass so viele Ingenieure fehlen? Unsere Zahlenbasis basiert auf Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit, die wir dann durch unser Wirtschaftsinstitut entsprechend aufbereiten lassen. Aufbereiten heißt multiplizieren. Weil ja nicht jede offene Stelle gemeldet werde, multipliziert das Institut der deutschen Wirtschaft mit 7. Aus einem gesuchten Ingenieur werden also 7 Ingenieure, die nicht da sind, um die vielen Stellen zu besetzen. Heute zu sagen, jede gemeldete Stelle muss ich mit dem Faktor 7 multiplizieren, ist unsinnig. Und wie ich demnächst gehört habe, hat der VDI jetzt einfach die Zahl, die Multiplikationszahl jetzt von 7 auf 5 verändert. Wieder völlig ohne Begründung. Das passt gut in das Thema Lügen mit Zahlen. Ich biege mir meine Statistik so zurecht,
dass was Schlimmes rauskommt. Der VDI jammert, wenn die, die zu alt sind, ersetzt werden, man dann aber noch mehr braucht wegen des Fortschritts, reichen unsere Jungen nicht. Da tickt eine Zeitbombe. Und schon wieder ist eine Schlagzeile in der Welt. Dieser Mythos wird uns erzählt, weil es für die Medien so einfach ist, die Schlagzeilen der Verbände aufzugreifen. Die Verbände liefern Pressemitteilungen, die Medien können es einfach aufgreifen. Auch das Wirtschaftsministerium griff auf, fragte und der VDI gab Antworten mit seinen Zahlen. Wenn er mal 7 nimmt, kommt er auf 90.000 nicht besetzte Ingenieursarbeitsplätze. Weil er aber die Arbeitslosgemeldeten nicht mal 7 nimmt, sind das nur 22.000 Ingenieure. Also ist die Lücke 68.700 Ingenieure groß. Diese Lücke kostet die Volkswirtschaft Milliarden. Sie sagen, das sei exakt zu berechnen und kommen auf 3,3 Milliarden Euro Umsatzverlust. Ein Jahr später schon auf 8 Milliarden. In anderen Umfragen klagt alleine der Mittelstand über 30 Milliarden Euro Umsatzverlust wegen fehlender Fachkräfte. Während die Unternehmen jammern, steigen ihre Gewinne. Das Bruttoinlandsprodukt wächst und die deutsche Wirtschaft ist Spitzenreiter in der EU. Der Ingenieursbereich ist wirklich wichtig für die Wirtschaft. Gibt es dort Mangel, droht Gefahr. Die Zahlen, die diese Gefahr aber belegen sollen, sind Panikmache. Der Wirtschaft droht kein Stillstand. Die Arbeitgeberverbände müssten das wissen. Verbände müssen ja ihre Mitglieder vertreten, also machen die Verbände regelmäßig Umfragen. Zum Beispiel haben sie dieses Jahr weniger Bewerbungen bekommen als letztes Jahr. Dann antworten die meisten Unternehmen ja. So erlebe ich das eben auch gerade kürzlich wieder. So Beispiele, wenn dann 6 qualifizierte Bewerbungen kommen und der Unternehmer mir sagt, na, von den 6 qualifizierten Bewerbungen nach einer eingehenden Beratung könnte er 4 sofort einstellen und die anderen beiden waren eigentlich auch ganz top und trotzdem war er enttäuscht. Weil das gelernte Verhalten ist eben, ich habe die Auswahl aus einem Waschkorb von Bewerbungen und nicht nur aus 6. Ja, haben die Chefs doch gehört, dass demnächst in Zukunft zu wenig Junge nachkommen. Also auch die Bewerber ausgehen. Da haben sie jetzt schon mal Angst, wenn die Zahl der Bewerber abnimmt. Die zweite Frage ist dann, schließen Sie daraus, dass Sie zukünftig Fachkräftemangel haben? Und auch da antworten dann viele, natürlich auch wiederum aufgrund der medialen Lage, ja, wir gehen davon aus, dass wir irgendwann einen Fachkräftemangel haben. Welche Schlagzeile wächst daraus? Unternehmen kriegen weniger Bewerbungen und haben einen Fachkräftemangel. Pressekonferenz der Bundesagentur für Arbeit im April. Die Lage ist dramatisch. Von Engpässen bei Pflegekräften und Ärzten ist die Rede. Aber auch hier hört man die Geschichte, es fehle an Ingenieuren. Zum Beispiel an Ingenieuren im Bereich Metall, im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, bei den Ärzten und zum Beispiel im Bereich von examinierten Altenpflegekräften haben wir, wenn man so will, bundesweit einen Mangel, weil deutlich weniger Bewerber eigentlich zur Verfügung stehen, als Arbeitsstellen. Deutschland als rote Mangelzone. In den Pflegeberufen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne gering sind. Auch Ärzte hat Deutschland wirklich zu wenig. Dass aber bei Ingenieuren und IT-Kräften das Land in Rot getaucht wird, ist wohl eher der Taktik, ich biete mir meine Statistik zurecht, zu verdanken. Die Agentur kann auch in die Zukunft sehen. In den nächsten 10 Jahren rechnen wir mit einem Minus von rund 6,5 Millionen Erwerbspersonen. 6,5 Millionen weniger arbeitende Menschen. Darum geht es hier. Um eine künftige Erwerbspersonenlücke. Die Bundesagentur ändert manchmal ein kleines Wort und schon wird aus der Erwerbspersonenlücke die Fachkräftelücke. Rechnen wir dagegen ca. 300.000 Zuwanderer, dann hätten wir bis 2025 nur noch eine Fachkräftelücke von 1,2 Millionen. Gerd Bosbach, Professor für Wirtschaftsforschung und Statistik, war früher beim Statistischen Bundesamt. Er nennt die Begriffsvertauschung Manipulation. Zuwanderer sollen also helfen.
Selbst der Chef der Bundesagentur, Jürgen Weise, hat von 6,5 Millionen fehlenden Fachkräften gesprochen. Herr Weise ist Interessensvertreter der Arbeitgeber. Schönrechnen von Arbeitslosenzahlen, denn das wäre ja ein Makel für unsere Wirtschaft, und gleichzeitig für die Gefüllungsgehilfe, dass wir möglichst viele, möglichst billige Fachkräfte nach Deutschland bekommen, damit die Unternehmer halt dort sehr, sehr gut auswählen können. 2012 denken sich der Erfüllungsgehilfe Jürgen Weise, der Wirtschaftsminister und die Arbeitsministerin etwas aus. Make it in Germany. Deutschland braucht internationale Fachkräfte wegen des demografischen Wandels. In welchem Bundesland er dringend gebraucht wird, kann der ausländische Bewerber im Engpassmonitor sehen. In Thüringen gibt es nur 9 Arbeitslose für 7 offene Stellen. Thüringen liegt hinter dem Berg. Direkt daneben liegt Bayern. Und da wollen alle hin. Aus Deutschland kommt hier keiner her. In Südthüringen herrscht Mangel. Zuwanderer sind hier erwünscht. Pedro kam vor einem Jahr aus Spanien, um zu bleiben. Er lernte schnell, die Maschinen zu bedienen und die Sprache. Es war ein Traum, denn zu Hause war Pedro arbeitslos gewesen. Sogar für seine Freundin hatten sie Arbeit hier. Sie blieben die einzigen Spanier in Eisfeld. Hätten Sie die 2 Stellen auch mit anderen Leuten hier aus der Region besetzen können? Nein. Wir hatten keine Bewerber dafür. Ich brauche ja zusätzlich noch Leute. Aber wir finden ja keine. Für Pedro und Alicia war das Leben in der deutschen Kleinstadt ungewohnt. Vor allem die zwischenmenschlichen Kontakte waren nicht so wie zu Hause. Es gibt kaum Altersgenossen, keine Disco, keine Eisdiele. Nach Feierabend waren sie fast immer unter sich in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Er hat mir auch zum Schluss gesagt, ich bin froh, wenn ich aus meiner Wohnung komme, ich zur Arbeit gehen kann. Pedro und Alicia sind jetzt auf der Heimfahrt. 3000 Kilometer bis nach Murcia. Der Job hatte Pedro gefallen. Das Leben in Eisfeld machte ihn krank. Die Stadt total tot. Eisfeld ist total tot. Hat nichts. Nichts. Keine Cafeterie, keine junge Leute, nichts. Nur ältere Leute und Arbeitswohnung einkaufen. Und das macht das total voll, deine Kopf, weißt du? Und komm, einen Moment kannst du nicht mehr. Ich war total depressiv. Alicia hat jemand vor 2 Tagen einen Job in der Heimat angeboten. Wenn sie nicht in 4 Tagen da ist, geht er an jemand anderen. Alicia hat Arbeit gefunden und diesen Zufall können wir nicht verloren, weißt du? Und ja, ich bin die bei uns. Alicia, alle ihre Familie ist arbeitslos in Spanien und muss einen Kredit bezahlen. In Eisfeld, in der Zwei-Zimmer-Wohnung, sind die Neuen eingezogen. Auch aus Spanien. Diego Gomez und Oscar Baldrick machen jetzt die Arbeit bei Gozaina. Nach einem Jahr arbeitet der Chef wieder ein. Das bleibt ihm übrig. Thüringer, die ihm das Arbeitsamt schickte, waren einfach nicht geeignet. Wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen keine Hilfskräfte, wir brauchen Fachkräfte. Und die gibt's nicht. Fachkräftemangel gibt es also. In Südthüringen auf jeden Fall. Inzwischen hat die Bundesagentur für Arbeit die Erwerbspersonenlücke korrigiert. Von 6,5 auf 3,5 Millionen. Und sie sagt dazu ganz leise, das müsse nicht zu einem Fachkräftemangel führen. Griechenland. Krise. Stillstand.
Viele haben keine Arbeit und bekommen nichts von ihrem Staat geschenkt. Da ist es gut, dass die Arbeitslosen zu uns kommen können. Deutschland hilft, oder? Es sind die Guten und die Jungen, die auswandern. Der Personalvermittler Stavros Antoniou hat zu tun. Ich heiße Haris Plagas und ich komme aus Griechenland. Mein Name ist Labrinin Tsoli, ich bin 26 Jahre alt. Mein Name ist Vasilios Balachtzis, ich bin 25 Jahre alt. Ich heiße Perikles Hadzistavridis und ich bin 23 Jahre alt. Und Absolventin des 5-jährigen Studiergangs der Universität von Ioannina im Bereich Material Wissenschaften und Werkstofftechnik. Einen Masterabschluss im Bereich Maschinenbau mit Studienfokus Energieerzeugung und Übertragung. Ich habe Bauingenieurwesen studiert. Wann ich 17 war, dann bin ich nach den USA gegangen. Und da habe ich Physik und Germanistik studiert. Im Jahr 2013 habe ich mein 5-jähriges Studium mit der Not sehr gut absolviert. Ich suche nach einem Job in Deutschland. Weil die Industrie da sehr stark ist. Deutschland ist seit vielen Jahren ein Synonym für Technologie, Innovation und Ingenieurwesen. Antoniou kennt Deutschland. Er ist da aufgewachsen. Weil Personalvermittlung sein Beruf ist und er helfen möchte, kehrte er zurück. Von einem Kandidaten, der in einer vielleicht etwas schwierigen Situation in Griechenland ist, muss ich mich innerhalb von 2-3 Wochen entwickeln zu einem Kandidaten, der auch einfordert, was er wert ist. Das heißt, keiner meiner griechischen Kandidaten ist ein Bittsteller. Wenn wir nach Deutschland gehen, dann werden wir auch unser Vorstellungsgespräch führen und dann werden wir auch so bezahlt, wie es der deutsche Bewerber wird. Ganz wichtig ist das Psychologische, dass ich mich ändere und dass ich jetzt auf einen Markt gehe, wo ich gesucht werde und wo ich auch wichtig bin. Ingenieure, die hier studieren, lernen immer auch Deutsch. Deutschland, da ist der Arbeitsmarkt, wo sie hinwollen. Zu Hause gibt es keinen. Doch es lauern Fallen. Unternehmen wollen ihre Berufserfahrung nicht anerkennen und sie als Anfänger einstellen. Es gab Unternehmen, die gesagt haben, okay, 2000 Euro brutto als eine Art Praktika-Gehalt. Man versucht oft mit dem Argument Praktika zu kommen. Mach 6 Monate Praktika. Warum soll ich Praktikum machen? Ich bin ein diplomierter Bau- und Maschinenbauingenieur. Ich habe mir eine Stelle verdient. Nach Gutsherrenart, so sind einige der deutschen Arbeitgeber. Bei den Ärzten zum Beispiel haben wir auch einige Fälle, wo wir unglücklich waren und auch die Zusammenarbeit mit Kliniken abgebrochen haben, wo es dann hieß, okay, obwohl du alles hast eigentlich, was wir brauchen, komm für 6 Monate, wir bezahlen dir ein Zimmer und wir bezahlen dir Essen. Und nach 6 Monaten, wenn du dich dann eingelebt hast, dann würden wir dich einstellen erst. Das kommt oft vor. Evangelos Papavasileou wurde im Dezember 2013 von Herrn Antoniou nach Künzelsau vermittelt. Er sollte nach dem Vorstellungsgespräch gleich da bleiben. So dringend brauchen sie ihn hier. Papavasileou bekam von Anfang an Lohn. Sogar so viel wie ein Facharzt, der er tatsächlich ist. Arbeiten darf er hier aber zunächst nur als Assistenzarzt. Papavasileou hat als Kind einige Jahre in Deutschland gelebt. Er kann die Sprache. In Athen im Krankenhaus durfte er alleine operieren. 11 Jahre Berufserfahrung sind es inzwischen. Wir sagen, du als Anfänger, du kannst bei uns lernen, dich weiterbilden, deine Sprache verfeinern. Wir wissen, dass es so ist. Fast alle Assistenzärzte an diesem Krankenhaus sind Anfänger, also Ausländer. Die deutschen Mediziner, die frisch von der Uni kommen, absolvieren ihre Lehrjahre lieber in großen Kliniken. Papavasileou, der ausgebildete Chirurg, lernt also wieder vom deutschen Chefarzt. Es gibt schon manchmal so Situationen, wo er mir erzählt, ja, das haben wir in Griechenland aber immer so gemacht. Wo ich sage, naja, das ist aber nicht der deutsche Standard, den ich gerne hätte. Wir machen das anders.
Aber das sind Kleinigkeiten, welche Frakturen sie zum Beispiel noch konservativ behandeln am Sprunggelenk. Das sind so kleine Sprünge, wo sie sagen, naja, das möchte ich nicht mehr, die operieren wir lieber. Einfach aus Sicherheitsdenken, da kennt man noch leichte Unterschiede, aber so der Grundstock der unfallchirurgischen Ausbildung ist ziemlich ähnlich. Wir sehen schon seit mehreren Jahren, dass wir aus den Universitäten weniger Medizinstudenten im Arbeitsmarkt haben. Wir haben natürlich dieselben Anforderungen und die Fallzahlen steigen ja seit Jahren in Deutschland und müssen unsere Patienten versorgen. Und wenn da der Mangel ist an Nachfolgern aus deutschen Universitäten, müssen wir uns was einfallen lassen. Und wir Krankenhäuser haben dann eben auch begonnen, im Ausland nachzuschauen, ob dort Mediziner bereit sind, in Deutschland zu arbeiten. Was zahlen Sie denn einem Personalvermittler, damit er Ihnen einen Arzt bringt? Das ist immer abhängig von dem, letztendlich von dem Gehalt, was sein Arzt bezieht. Das sind Größen zwischen 10% und 15%. Von was? Von dem Jahresgehalt. 100.000 Euro kostet das Dr. Tod jährlich. Er bezahlt es aus Krankenkassengeldern. Auch wenn Evangelos Papavasileou trotz 11 Jahren Berufserfahrung hier nur Lernender ist, weiß er genau, er kann lange bleiben. Auf der Website von Außenministerium, Wirtschaftsministerium und Arbeitsagentur wird ja dringend um seinen Berufsstand geworben. Wegen des demografischen Wandels fehlen in Deutschland Ärzte. Ganz haarsträubend wird es dann, wenn man von einem demografisch bedingten Ärztemangel redet. Das machen die Kassenärzte, die Vereinigungen, das macht aber auch die Bundesregierung. Das ist, ja, verrückt. Völlig verrückt. Wenn wir einen Ärztemangel in Deutschland haben, dann liegt es daran, dass wir einen ganz hohen Numerus Clausus haben. Der Numerus Clausus heißt doch nichts anderes, als dass zehntausende junge Leute Medizin studieren wollen, die wollen Ärzte werden, ja, man verweigert ihnen das Studium. Papavasileou bekamen wir fertig und hochqualifiziert. Seine Ausbildung hat Deutschland nichts gekostet. Wohnungssuche. Hier verzog die alte Dame ins Heim. Sie hat alles dagelassen. Papavasileou überlegt, die Wohnung zu nehmen. Dann kann er endlich nach 4 Monaten Frau und Tochter nachholen. Vielleicht bleiben sie dann alle für immer in Deutschland. Ich meine, ich konnte auch in Griechenland weitermachen, vielleicht eine eigene Praxis öffnen und vielleicht auch es gut schaffen. Weil in meiner Heimatstadt, ich habe das Gefühl, dass es sehr gut laufen würde. Ich kenne viele Leute schon trauen mich, vertrauen mich als Doktor. Ich würde wahrscheinlich kein Problem haben, aber es könnte sein, dass trotz allem keiner dich mehr bezahlen kann in 2 oder 3 Jahren, das weiß ich nicht. Wenn ein Cousin von einem Freund zu mir kommt und sagt, ich habe das und das, ich untersuche ihn, aber dann sagt er mir, ich werde dich also übermorgen bezahlen. Und das kommt nie und zum Beispiel, du wirst es auch nicht nie verlangen. Und es kann sein, dass im nächsten Jahr das sehr, sehr, sehr häufig vorkommt. Und das würde ich nicht wollen eigentlich. Zweitens, es kann sein, dass du kannst eigentlich in einem Land, wo alle um dich herum so ein bisschen traurig sind, sozusagen, du kannst ja nicht dich wohlfühlen, auch wenn es dir gut geht. Also ich würde nicht, ich kann es nicht. Aber da sage ich auch deutlich, wir brauchen die Richtigen, die kommen. Die Jungen, die Motivierten, die Qualifizierten, die hier Steuern zahlen, Sozialversicherung zahlen, die auch tatsächlich Wissen mitbringen und damit selber wieder Arbeit schaffen. Also wenn eine Ingenieurstelle besetzt ist, dann hat eben auch für das Projekt der Pförtner, die Gebäudereinigerin oder der technische Zeichner Arbeit. Das ist das Entscheidende. Ja, und so kann Deutschland von den 5% Arbeitslosigkeit runterkommen, während Spanien und Griechenland weiter ganz oben sind. Bei bis zu 26%.
Alicia hat den versprochenen Arbeitsplatz in der Heimat rechtzeitig erreicht. Sie ist Kindergärtnerin, aber die braucht hier gerade niemand. Die Frauen sind alle zu Hause, es werden keine Kindergartenplätze benötigt. Und bezahlen könnte sie sowieso niemand. Alicia wollte weiter studieren, doch das kostet Gebühren. Mit ihrem Job hier sorgt sie auch noch für Bruder und Mutter. Das ist meine Freundin Lydia. Hola. Hola. Sie angerufen mir für Arbeit hier. Ja, und das ist mein Chef. Mein Chef im Film. Hola. Jesus. Hola. Gute Leute. Sehr gut. Ja. Pedro repariert jetzt ausgemusterte Anlagen aus der Lebensmittelindustrie. Die Anlagen sind aus Insolvenzen aufgekauft, wurden neu gestrichen, überholt und werden bis nach Indien weiter verschickt. Für den Betrieb läuft es gut, doch bei den Löhnen für die Angestellten geizt der Chef. Es sei nun mal Krise. Und so geht es Pedro zwar seelisch besser, die Depressionen sind weg, aber eins war in Deutschland doch toll: der Lohn. Schon besser in Deutschland als hier. Hier in Spanien. Ich geht nicht. Ist nicht schon. Sehr billig, billig, billig. Was verdienst du hier die Stunde? 6 Euro vielleicht. Seine Altersgenossen verdienen auch nicht mehr, sofern sie überhaupt Arbeit haben. Pedros und Alicias Geschwister haben keine. Evangelos hat die Wohnung in Deutschland genommen. Jetzt ist er zum letzten Mal in seinem eigenen Haus, in einem stillen Vorort von Athen, um Frau und Tochter zu holen. Das Haus werden die Schwiegereltern bewohnen. So bleibt ihnen wenigstens ein Stück Heimat, wenn sie zu Besuch kommen. Griechenland wird auf den hochqualifizierten Arzt und all die Top-Ingenieure, die es ausgebildet hat, verzichten müssen. Wir nehmen nicht den armen Krisenstaaten die Arbeitslosen ab. Wir saugen ihr System aus. Die Besten aus diesen Ländern sollen kommen, um unsere Zukunft zu sichern. Doch Europäer allein reichen offenbar nicht aus. Wir brauchen noch mehr. Schließlich ist Deutschland weltoffen. Deutschland ist Einwanderungsland. Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht? An zweiter Stelle sogar hinter den USA. Nicht nur EU-Freizügigkeit. Auch wer aus dem Nicht-EU-Ausland kommt, genießt gewisse Freizügigkeiten. 2012 hat die Bundesregierung Arbeitskräften aus aller Welt die Tür zu Deutschland geöffnet. Geknüpft an einige Bedingungen. Spitzenkräfte sollen kommen. Fachkräfte. Es braucht eine gezielte Zuwanderung von denen, die arbeiten wollen und die etwas können und hier beitragen können. Gerade bei einer Nation, die die Hälfte ihrer Wirtschaftskraft für den Export einsetzt. Wer bei uns gebraucht wird, der bekommt eine Blue Card. Ja, die Blue Card ist natürlich eine weitere Möglichkeit, um eben auch den Fachkräftemangel zu decken. Die Blue Card richtet sich in erster Linie natürlich an Spitzenfachkräfte aus Nicht-EU-Ländern. Und Sie haben natürlich damit die Möglichkeit mit der Blue Card eine erleichterte Beschäftigungsaufnahme. Das heißt also, es wird keine Arbeitsmarktprüfung durchgeführt für eine Arbeitserlaubnis und ich habe gleichzeitig eine 4-jährige Aufenthaltsgenehmigung damit. Circa 5.000 sind seitdem gekommen. Das sind nicht so viele angesichts von 42 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Sie rennen uns also nicht die offenen Türen ein. Die Spitzenkräfte aus aller Welt. Die Blue Card-Richtlinie wird kaum in Anspruch genommen. Es liegt eher im 4-stelligen Bereich, die Zahlen, die wir haben aktuell. Das heißt, die Politik hat es versucht, die Unternehmen haben es versucht, mit billigen Löhnen Fachkräfte aus Drittstaaten anzuziehen. Bloß, die sind nicht drauf angesprungen. Juni 2012.
Regierung, Industrie, Wirtschaft und Gewerkschaft trafen sich unter dem Motto Quellen unseres künftigen Wohlstandes. Selbst der DGB-Vorsitzende stieß ins gleiche Horn. Wir brauchen dringend Fachkräfte aus aller Welt, um die wirtschaftlichen Folgen der alternden deutschen Bevölkerung abzubremsen. Um den Unternehmen zu helfen, senkte die Regierung die Untergrenze fürs Jahresgehalt. Das ist ein Erfolg. Den Sie mitbegründet haben? Den wir nicht sicherlich mitbegründet haben, aber auf den wir zumindest aufmerksam gemacht haben, dass man da die Schranken für ausländische Arbeitnehmer, insbesondere für Ingenieure, hier in Deutschland herabsetzen sollte, was zum Beispiel das Mindestgehalt angeht. Das Einkommen für 2014 liegt jetzt bei 47.600 Euro für Spitzenkräfte. Wenn ich allerdings einen Mangelberuf habe, dann reichen in der Regel, glaube ich, schon 32.000 Euro. Früher mussten Firmen Ausländern mindestens 66.000 Euro bezahlen, damit sie sie nicht billiger beschäftigen konnten als Deutsche. Jetzt reichen 47.600. Und wenn man Ingenieur ist, sind 32.000 Euro Jahresgehalt genug. Die wahre Arbeitskraft wird nicht teurer, weil wir Mangel haben, sondern sie wird beliebig billiger. Das ist ein Widerspruch, den ein Betriebswirt, Volkswirt auch überhaupt nicht erklären kann, was auch zeigt, hier geht es nicht um realen Fachkräftemangel, hier geht es um billige Fachkräfte aus dem Ausland, die auch den Deutschen oder in Deutschland Lebenden halt eine billige Konkurrenz sind, damit er sich im Preis möglichst denen anpasst. Ja, und das ist das einzige Ziel. Und es ist, muss man leider sagen, ein erfolgreiches Ziel. Im Moment, nach unseren Informationen, liegt das Jahresmindestgehalt bei 36.500 Euro. Da irrt er sich. Das geforderte Mindesteinkommen variiert von Jahr zu Jahr. Inzwischen liegt es für Ingenieure bei weniger als der Hälfte von damals. Wir sollten den Arbeitsmarkt für ausländische Ingenieure hier in Deutschland so einfach und so transparent wie möglich gestalten und da keine künstlichen Hindernisse aufbauen. Warum ist das ein Hindernis, die 36.500? Normalerweise liegt das Durchschnittsgehalt eines Ingenieurs in Deutschland, wenn er anfängt mit seinem Job, bei knapp 40.000 Euro. 36.500 Euro liegt zwar darunter, aber wir haben unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Branchen. Wir sollten da nicht irgendwelche Stricke einziehen, die unnötig sind. Edgar Hermanns hat es selbst erlebt, wie geringere Löhne für Ausländer den deutschen Arbeitsmarkt beeinflussen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, ausländische Arbeitskräfte zu holen, sondern dass mit dieser Politik vor allen Dingen versucht wird, die inländischen Löhne, wie sie hier, oder Honorare, wie sie gezahlt werden, zu senken. Hermanns war betroffen, als 2001 schon einmal die Blue Card für IT-Kräfte eingeführt wurde, nachdem Banken gejammert hatten, es gäbe nicht genügend in Deutschland. Es war eine große deutsche Bank, dabei möchte ich es mal belassen, für die ich mehrere Jahre in der IT gearbeitet habe als Freiberufler. Und es hat sich dann gezeigt, dass vermehrt Arbeitskräfte, Kollegen aus Indien eingestellt wurden, die natürlich zu viel geringeren Stundensätzen gearbeitet haben. Das konnte ich tatsächlich auch in Gesprächen feststellen, dass das so ist. Das ist nicht nur Mutmaßung. Der Hintergrund, das hat sich dann für mich später erst herausgestellt, war, dass eben diese Bank in Indien ein Rekrutierungszentrum unterhält, das von der Bank eben gegründet wurde, mit dem Ziel, dort preiswerte Arbeitskraft einzukaufen, um dann in der Politik hier zu sagen, wir haben Fachkräftemangel. Damals hat die Politik reagiert unter Kanzler Schröder und hat die Blue Card eingeführt, mit der Folge, dass solche Arbeitskräfte in größerer Zahl nach Deutschland kamen, während am Frankfurter Standort dieser Bank in die Tausende gehende Freiberufler freigesetzt wurden. Hermanns bekam damals 2 Jahre lang keinen Job mehr. Der VDI jammert weiter. Schließlich soll das Problem auf keinen Fall von der politischen Agenda verschwinden. Wir werden nur alleine mit ausländischen Fachkräften die kommende Ingenieurlücke ab 2020 sicherlich nicht vollkommen abdecken können. Aber sie trägt dazu bei, das Problem zumindest andersweise mitzulösen. Wie viele Ingenieure braucht Deutschland? Auch Simone Jansson hat den Eindruck, es sind genug da. In ihrem Blog Berufebilder brach 2009 ein Sturm los, nachdem sich eine Ingenieurin meldete, sie bekomme keinen Job und nur 5% ihres Jahrgangs hätten einen. 500 Einträge gab es seitdem von Ingenieuren, die sich von ihrem Verband verraten fühlen.
es entwickelte sich eine sehr vernünftige Diskussion, in der sich immer mehr Leute zu Wort meldeten zum Thema Fachkräftemangel und die alle sagten, ich finde keinen Job, ich bin Ingenieur, ich finde keinen Job. Und das war für mich am Anfang sehr erstaunlich, weil es doch eigentlich dem Trend, dass alle mir immer gesagt haben, wir suchen händeringend Fachkräfte und vor allem auch Ingenieure, das lief dem völlig entgegen. Gabriele Petzig, Wirtschaftsingenieurin im Bereich Bioinformatik, Biosystemtechnik. Ein Jahr hat sie in Holland gearbeitet, dann noch Projektmanagement draufgesattelt und nun sucht sie und sucht sie. Ich habe im letzten Jahr ca. 40, 45 Bewerbungen geschrieben und wurde insgesamt 3-mal eingeladen zu Vorstellungsgesprächen. Ich dachte, wenn man gut ausgebildet ist und gut in dem ist, was man gemacht hat, dann reicht das, dann findet man immer irgendwie einen Job. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal wirklich in die Situation komme, dass ich ein Jahr arbeitslos bin und wirklich einfach nichts finde. Das Studium habe ich bei uns als Jahr ganz Beste abgeschlossen. Aber es reicht halt manchmal nicht. Einheimische Ingenieure bekommen nur schwer einen Job. Ausländische Hochqualifizierte sollen sich mit niedrigeren Gehältern zufrieden geben. Hurra, wir sind weltoffen, ist eigennützig. Deutschlands Wohlstand sichern, sagen die Politiker. Gewinne steigern, ohne sie als Lohn weitergeben zu müssen, meint die Wirtschaft. Bis zu 4 Monate dauert es laut Bundesagentur für Arbeit, bis ein Unternehmen einen geeigneten Bewerber gefunden hat. Die Agentur spricht auch von Expertenmangel. Sind unsere Ingenieure vielleicht nicht Experten genug, um ihren Job zu machen? Sie müssen sich entscheiden. Personalberaterin Rabenalt kennt in Berlin 340.000 Betriebe, die Fachkräfte brauchen und immer wieder klagen, ich finde keinen. Solange ich das sehe, dass wir auf der einen Seite gute qualifizierte und gute Bewerbungsunterlagen haben von guten Fachkräften, auf der anderen Seite ein Mangel beklagt wird, ist das Dismatch das Problem und haben wir nicht wirklich einen Mangel, weil keiner da ist. Weil Bewerber nicht zu 100% auf die Jobs passen, werden sie erst gar nicht eingestellt. Wir suchen jemanden mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung, der das mindestens 2 Jahre schon in einer ähnlichen Position gemacht hat, der mindestens schon 2 Jahre Führungserfahrung hat, der mindestens schon 2 Jahre. Und da falle ich dann ganz oft raus. Wo ist die gute alte Einarbeitungszeit, wo man zum Beispiel auch betriebsspezifische Inhalte und Dinge auch erlernen kann? Die ist völlig in Vergessenheit geraten in manchen Betrieben. Mit Sorge beobachte ich die Tendenz Plug and Play eben auch bei Fachkräften. Das heißt, die müssen vom ersten Arbeitstag an klack funktionieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollen VW Golf kaufen und gucken im Gebrauchtmarkt und finden 20.000 Stück. Dann wollen Sie den in Blau, dann sind es noch 5.000. Und dann wollen Sie Breitreifen und Ledersitze und dann wollen Sie Sitzheizung, dann sind es noch 20 und wenn Sie dann eine Anhängerkupplung wollen, finden Sie gar keinen mehr. Genau das passiert in der IT. Dort werden Anforderungen ausgeschrieben, die in dieser Weise, wie in diesen Annoncen beschrieben, überhaupt nicht auszufüllen sind. Und dann kann man natürlich rufen, wir haben VW Golfmangel in Deutschland. Im April verkündet der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, dass die Beschäftigungszahlen gestiegen sind, weil jetzt mehr Frauen, Ältere und Zuwanderer arbeiten. Also doch kein Grund zur Panik vor Bevölkerungsrückgang, wenn gleichzeitig mehr Menschen arbeiten? Nur die Arbeitslosen haben gar nichts davon. Das strukturelle Problem, dass wir eine richtig gut, unerwartet gestiegene Beschäftigung haben, Erwerbstätigkeit, also alles, was arbeitet, und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber die Arbeitslosen an diesem Wachstum der Beschäftigung nicht in dem Maße teilgenommen haben, wie das zu erwarten gewesen wäre, dieses strukturelle Problem bleibt. Und deswegen kann man an der Relation von offenen Stellen und Arbeitslosen überhaupt keinen Mangel festmachen. Trotzdem bleibt die Bundesagentur für Arbeit stur dabei. Offene Stellen werden in Statistiken immer mit Arbeitslosen verrechnet. Und dann rufen sie Mangel, obwohl sie es besser wissen. Also
Also sind die ganzen Statistiken nichts wert? Natürlich sind die Statistiken nichts wert, weil sie methodisch völlig unzulänglich sind. Im Schwarzwald, in einer Kleinstadt, sucht ein Unternehmen einen hochspezialisierten Ingenieur und findet ihn. Hans Grohe bewirbt sich bei den Bewerbern. Laufstunde in der Mittagspause, Teilzeit nach der Elternzeit, Homeoffice für die Angestellten und einiges mehr. Hans Grohe will, dass die Neuen auch bleiben und investiert in Employer Branding, also eine Marke zu sein, nicht nur für Wasserhähne, sondern für Jobsuchende. Du musst einfach dich als Unternehmer anstrengen, damit du für einen Bewerber ein attraktives Unternehmen für einen Berufseinstieg bist. Massenhafte Bewerbungen auf hochspezialisierte Jobs kann es nicht geben. Und aus 6 guten auszuwählen ist kein Mangel. Dann noch etwas mehr zu bieten, könnte dafür sorgen, dass der Ausgewählte lange bleibt. Flexible Arbeitszeiten würde ich nachfragen. Alles, was es sonst noch für Vergünstigungen gibt, ob man Fitnessstudio hat, Kantine und solche Sachen. Wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben eine Kantine, wir haben ein Fitnessstudio, wir haben einen Garten. Es ist also alles wunderbar. Möglichst viel Zeit für die Familie, nicht zu lange Arbeitszeiten. Ich würde sagen maximal 40 Stunden die Woche. Ich arbeite mit Patienten, denen es deswegen schlecht geht, weil sie eben keine Work-Life-Balance einhalten. Und also für mich, es gab auch schon härtere Zeiten in unserem Leben und ich weiß, dass es mir sehr viel schlechter gegangen wäre, wenn ich mich daran nicht gehalten hätte, anderthalb Tage in der Woche nicht zu arbeiten und in der Zeit Dinge zu tun, die für mein persönliches Wohlbefinden wichtig sind. Die Zahl der Erwerbstätigen steigt. Mehr Menschen arbeiten. Unternehmen, die Experten suchen, könnten auch nur den 3/4-Passenden nehmen und einarbeiten. Jobs, für die sich gar keiner findet, gibt es kaum. Work-Life-Balance. Ob Pedro weiß, was das heißt? Er weiß auf jeden Fall, dass sein Leben jetzt etwas besser ist. Und seine Arbeitssituation nicht. Wann... Ich bin Feierabend von Arbeit und ich bin mit meine Kumpel und oder hier, dass ich vergesse, es ist egal, es ist schlecht Arbeit. Das ist total, weiß ich nicht. Sein ehemaliger Chef in Deutschland vermisst ihn und hat schon darüber nachgedacht, eine Zweigstelle in Murcia aufzumachen. Da hätte er jedenfalls keinen Fachkräftemangel. Er würde dann nicht den deutschen künftigen Wohlstand sichern, sondern den aktuellen europäischen. Das Märchen vom Fachkräftemangel. Wer hat's erfunden? Die Unternehmenschefs und ihre Lobbyisten. Damit die Politik den Arbeitsmarkt nach allen Seiten öffnet, so können sie aus einem Überangebot die Besten fischen, ohne ihnen höhere Löhne zahlen zu müssen. Wo wirklich Mangel herrscht, bei Ärzten und Pflegern, da will die Politik nicht dran. Dass der Bevölkerungsrückgang den künftigen Wohlstand Deutschlands bedrohe, ist grober Unsinn. Beziehungsweise ein Märchen. Übrigens, die aktuelle Arbeitsministerin wollte uns zum Thema nichts sagen. Eine Mitarbeiterin teilte mit, die Ministerin hat sich bislang noch kein Meinungsbild zum Thema Fachkräftemangel bilden können und wird auch bis Herbst dazu noch keine Position beziehen können. Bis weitere Fragen. Der Fall. Vielen Dank für Ihr Kommen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.